Herzlich willkommen zur MEG Top 5 für den Monat August. Heute haben wir auf Platz 5 SGC Torrent auf Countdown. Hier sieht er den Flag Carrier, macht den ersten Schuss, holt ihn mit dem zweiten, guckt in die Base, schöner Double, dreht sich um 180 Grad und blamed den Gegner zum Triple. Auf Platz Nummer 4 haben wir heute X Neolite auf the Pit. Er geht hier auf dem Weg zur Longhole, sieht der CS Nasty, schöner Body Shot. Guckt zum Medipack, schöner Headshot zum Double, ein weiterer Headshot zum Triple, guckt auf die Plattform, nächste Gegner ist Choke und mit der DMA Cleanup zur Overkill Extermination. Platz Nummer 3 ist von Judas Asai in einem 3v3 Custom Game of Sanctuary. Er ist hier im Ring, sieht den ersten Gegner, schöner Bodyshot, sieht den weiteren, bleibt im Scope, schöner Headshot zum Double, geht aufs Carbine, ein unglaublicher No-Scope zum Triple Kill, sucht den Overkill, guckt zur Sniper, sieht ihn auf der Sniper und Overkill. Unser heutiger Platz 2 ist von Lights ebenfalls auf Sanctuary. Hier cleant er bereits den ersten mit der DMA. Guckt zur Rock Ramp, kriegt dort den nächsten, der One-Shot zum Double. Der dritte geht er mit der DMA mit einem Bodyshot zum Triple. Nimmt die Sniper, guckt aufs Carbine, 2 Quick Shots zum Overkill. Geht auf die Main Ramp, guckt auf die gegnerische Main Ramp und schöner Headshot zum Kill Tag. Platz Nummer 1 ist mal wieder Fantasy auf Sanctuary. Hier hat der Gegner erstmal einen schönen Strafe, aber irgendwie möchte er einfach nicht sterben. Fantasy cleant ihr dann doch noch mit der DMA, guckt ins Washi, ebenfalls ein Gegner One-Shot zum Double-Kill, guckt ins Bottom Turret, schöner Bodyshot zum Triple, guckt vom Spawn, großer Choke, dann doch noch der Overkill und embarrass the Guy mit dem No-Scope zum Kill-Tacular. Da Fantasy sich bereits vor einigen Wochen schon für den Kill des Jahres qualifiziert hat, wird der Zweitplatzierte weitergelassen, in diesem Fall Lights. Herzlichen Glückwunsch, du bist nun auch in der engeren Auswahl zum Kill des Jahres. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, ihr schaltet nächsten Monat wieder ein zu einer weiteren Top 5 und damit wahrscheinlich die letzte für Halo Reach. Um Clips einzuschicken, einfach eine Nachricht auf Xbox Live an GGC Snipe Mersenne mit dem Namen des Clips in eurem Dateisharing.